Hallo Leute, heute gibt es eine Wookie-Zookie-Rezept. Ich habe lang kein Fingerfood mehr gemacht und dachte, es wird wieder Zeit. Und zwar mache ich heute so leckere Pizzastangen. Oh, die sind wirklich lecker Wookie-Zookie hergestellt. Ihr könnt das Rezept mit Blätterteig oder Pizzateig machen. Es ist völlig egal, ihr könnt sogar Porterteig dafür nehmen. Also irgendeinen Teig, den ihr gerne isst. Und es geht jetzt direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Alle Mengenangaben stehen unten in der Info. Wir brauchen natürlich Pizzateig und ich verwende jetzt der Schnelligkeit halber einen fertigen Pizzateig. Ihr braucht 2 Stück davon. Außerdem brauchen wir Tomatensoße und ich nehme die Tomatensoße, die beim Pizzateig mit dabei war. Falls ihr eure aber selber machen wollt, schreibe ich euch eine Alternative unten in die Infobox. Außerdem brauchen wir Geflügelsalami, diese habe ich mir gewürfelt. Wir brauchen geriebenen Parmesan und geriebenen Emmentaler, Gouda oder anderen Käse. Der Pizzateig wird jetzt aufgeklappt und mit der Tomatensauce eingestrichen. Darüber kommen dann Parmesan, Salami und der geriebene Emmentaler und wir klappen den zweiten Pizzateig darüber. Das Ganze wird in der Hälfte durchgeschnitten und pro Hälfte werden dann jeweils 7 Streifen rausgeschnitten, sodass man am Ende dann genau 14 Pizzastangen rausbekommt. Wir zwirbeln jetzt die Pizzastangen und geben sie anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backen sie bei 220 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 10 bis 15 Minuten. Die leckeren Pizzastangen und ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch in Zukunft mehr Fingerfood-Rezepte wünscht, ob euch solche Rezepte gefallen, vor allem immer so, ich sag mal so Rucki-Zucki-Blitz-Rezepte. Schreibt mir das unbedingt unten mal rein und ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eure Rezeptwünsche in die Kommentare reinschreiben. Ich nehme sie dann gerne mit in meine Liste auf und versuche mit der Zeit alles abzuarbeiten. Falls ihr die Pizzastangen nachmachen solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!